Wir sind die Nachbarschaftswache. Spielt lieber Schach oder so. Hallo, ist der Chef von Gunn. Hier mit meinem Bruder Kolja. Der härteste Dreh- und Angelpunkt. Das ist eigentlich so ein Freizeitpark, oder? So Leute, ab geht's zum Training zu Max. Seid heute live dabei, wie Max mich auseinander nimmt im Training. Wir haben das schon lange geplant und heute mit dir geht's. Was geht ab? Ich habe prominenten Besuch hier aus der Nachbarschaft. Mo Duzi. Jeder hier kennt Mo Duzi. Halt die Fresse, du Pussy. Komm und zeig mir dein Booty. Badaromaderuzi. Und wir werden jetzt zusammen trainieren und im Anschluss werden wir eine kleine Bahnhofsvierteltour mit euch machen durch alle Straßen. Und es wird euch mit Sicherheit gefallen. Leute, was geht ab? Ich will jetzt noch trainieren, fühle mich aber ein bisschen platt vor der Arbeit. Ich habe hier eine sehr gute Empfehlung für euch. Der ESN Crank Combat Pro Booster. Ich habe jetzt keine Lust, einen Energy Drink zu trinken, voll mit Zucker. Das ist eine sehr, sehr viel bessere Variante. Außerdem basiert der Combat Pro Booster auf vielen Erfahrungswerten von Profikampfsportlern. Und ich habe sehr gute Erfahrungen damit. Ich trainiere sehr gerne mit dem. Sowieso. Mein Favorite-Geschmack Orange. Also ihr wisst Bescheid, mit Code KOGA spart ihr maximale Rabatte. So, jetzt kann das Training starten. Okay. Das ist Max KOGA. Kennt ihr Max KOGA? Das ist Alex Reimer. Ich bin Alex Reimer, ich gehe auf Masse jetzt. Ich will stabil werden, so wie Max KOGA. Auch, wir haben jetzt 6 Intervall in dem Fall. Sag, wenn es losgeht. Robert, 30 Sekunden, es gibt 3 Stunden. Der Max bereitet sich gerade vor für KFC. Support lieber Max momentan, aber hört auf mit diesem Kampfsport. Macht lieber GC oder MC oder wie das heißt. Ich komme mir gerade vor wie Bambi, wie es auf der Welt gekommen ist. Wir sind die Nachbarschaftswache da draußen. Letzte Pratze, dann Bizeps. Jawohl! So, wir haben 8 Runden gemacht. Schlagholster, Pratze, jeweils 2 Minuten. Cool down. Hever Jump. Code KOGA für mindestens 10%. So, Motor ist schon angeschmissen.
Noch ein bisschen Bizeps pumpen. Ja. Also auf jeden Fall, Leute, wir führen euch heute rum, ich und Max, die halt lange Jahre hier schon ein bisschen tätig sind, zeigen euch ein bisschen die geilsten Plätze hier am Bahnhof, weil mittlerweile ist hier ein bisschen Shitstorm, die sagen, ja, Junkies, Monkeys, ist so, aber es gibt auf jeden Fall unterhaltsame Plätze, seid dabei, Bruder, kommt mit. Yes, machen wir. Corona, Corona. Siehst du, soll mal einer sagen, die Leute auf der Straße sind nicht freundlich. Komm, wir sind keine Fanboys, aber Max Koga, mit dem müssen wir ein Foto machen. Sag mal, also, Props an euch. Bitte stell mich nicht auf YouTube, meine Freunde, mach Schluss mit mir. Das ist Max Koga. Nein, ich bin Max Koga, El Smoduzzi. Beste. Und hier fängt alles an. Darf ich eine Selfie? Ja, komm. Alle. Das wird doch nichts mehr. Ist Alter, was ist da los? Mach mir ein Foto. Wie heißt der? Ich meine, schon sagen. Ja, ja. Auf jeden Fall, das ist die unterhaltsame Ecke vom Bahnhof. Max Koga. Max Koga. Mohamed Duzzi. Max Hunger, größte Chef von Gunn. Wenn ihr nachts unterwegs seid, könnt ihr hier auf der Taunusstraße auf jeden Fall noch was zu essen finden. Hier gibt's Pizza, Döner. Snacks ohne Ende. Bordelle. Bordelle, ihr habt hier einfach alles. Das ist eigentlich so ein Freizeitpark, oder? Kann man das so sagen? Ja, ich weiß, ich habe es gesagt. Wir sind halt heute freitags unterwegs. Da sind halt mehr so die Clubs, die halt ein bisschen voller sind und so alles. Aber hier so die Ecken sind halt die Restaurants. Die Restaurants sind so, was weiß ich. Hast du ein Problem? Lauf weiter. Wer da ist, so, wir biegen jetzt, oder wir laufen gerade klinisch auf die Moselstraße zu. Moselstraße ist ein bisschen härter, beziehungsweise die Moselstraße ist jetzt geteilt. Die Taunus spaltet sie sozusagen. Hier Bierbars, Table Dance Läden. Die gibt es schon ganz lange so aus der alten Zeit vom Bahnhof. Hier habt ihr auch nochmal ein Bordell, Sex Inn. Ich sag mal, wenn man von der Taunusstraße nach links geht, sieht ein bisschen nach Rotlichtmilieu aus. Wenn ihr nach rechts geht, wird es deftig, denn da ist der härteste Dreh- und Angelpunkt Mosel, Ecke Nidda, was so die Drogensituation angeht. Also Leute, die sich unwohl fühlen, was das angeht, sollten dann einfach nicht da lang gehen. Mir ist noch nie irgendwas Komisches passiert, aber es ist auf jeden Fall heftig. Wir haben hier in der Nidderstraße so eine Toilette, so eine offene Toilette. Ich schwör's euch, im Sommer ist es... Boah, die ist hart, Alter. Das ist das Übelste, was es gibt. Die ganze Straße stinkt nach Pisse. Stinkt einfach richtig ekelhaft. Ich will gar nicht näher gehen. Das ist harte Toilette. Aber die wird geil designt. Die wird designt wie so eine Bakterie, sieht die aus. Willkommen in der Nidderstraße. Alles, was so hier Richtung Bashuka geht, ist geil. Geiles Restaurant. Was hier in die Richtung geht, ist halt Junk, mehr oder weniger. Geht ab! Ja, auf jeden Fall sind wir gerade hier auf der Nidderstraße. Die ist halt ein bisschen eine andere Welt. Spaß beiseite, diese Straße ist halt schade, weil die sich hier so eingenässet haben. Auch leider ist die Stadt dagegen nicht so richtiges macht. Das ist halt die Hochburg hier, finde ich. Die Nidderstraße. Und dann verstreuen sich halt die Bazillen bis zur Kaiserstraße, Taunusstraße und so. Ja, auf jeden Fall ist jetzt hier die Elbestraße. Anderer Teil. Also wir sind in der Elbestraße. Elbestraße hat halt Puffs, Bars und Poplatinium vom Christian. Schön Table Dance. Wer einen Junggesellenabschied feiern will, ist wahrscheinlich genau hier an der richtigen Adresse bei Christian. Hey, du brutaler Typ! Wie geht's? Alles gut? Wo geht ihr hin? Wo geht ihr hin? Oder wir, keine Ahnung, wir checken einfach ab. Ja, auf jeden Fall, wie ist hier das Eros Center Sex Inn? Falls hier jemand Vergnügen haben will und so, ist für jeden Spaß da. Frauen, Männer, Opas, Omas, alles da. An dem Fenster, wo ist dein Office? Das ist hier an der Seite. Wir sind Nachbarn. Wir sind Nachbarn. Wir sind seit vielen, vielen Jahren Nachbarn. Wir winken uns manchmal von Fenster zu Fenster, wenn man so, hey, was geht? Hast du ein bisschen Salz? Ja, genau. Hast du Eier? Da läuft er mit zwei Eier rüber. Ja, Mann, auf jeden Fall Nachbarschaft. Es fing früher an, wir waren schon kleine Kinder mit Brieftäubchen. Wir hatten diese kleinen Dosen mit diesen Kabel, ja, haben uns Geschichten erzählt.
Willkommen in der Elbestraße. Also hier wohne ich und hier ist die Peak Dam. Okay Leute, das waren ein paar Straßen hier bei uns im Milieu. Ich gehe jetzt auch geschaffen. War gut, Nachbar, auf jeden Fall. Ich geh rüber, er geht rüber. Hast du morgen ein paar frische Eier für mich? Wir sind auf jeden Fall hier gerade am Bahnhof mit meinem Bruder Kolja. Heute gerne Gast bei Max Koga. Peak Dame? Yes! Auf jeden Fall, wir chillen ein bisschen. Auf jeden Fall habe ich heute auch einen ruhmreichen Nachtclub. Und ich muss auch sagen, seit wie viele Generationen? Er hat es schon gerade gesagt, seit drei Generationen gibt es ihn schon. Hast du auch einen Ring da drin oder nicht? So eine Schlange, Leute. Ich habe zweiten Stock, zweimal auf dem Block. Wir sind sehr gespannt. Auf jeden Fall, wir gehen ein bisschen rein mit unserem Max, Bruder. Wir müssen unterstützen, ein bisschen chillen. Auf geht's.